Ja, gut, ihr lieben Meckerlein. Ich hoffe, ihr habt die Hitzewelle so gut überstanden wie ich, beziehungsweise könnt die Hitze gerade noch so ein bisschen ertragen und eure Drucker machen das Ganze mit. So wie meiner hoffentlich noch die nächsten paar Stunden, bis er den Org fertig gedruckt hat. Ja. Es gibt ein paar spannende Neuigkeiten. Zum einen, ich komme gerade von der Mendelssohn-Bartholdy-Schule in Sulzbach. Das ist die Schule, die wir von Mekorama aus jetzt ein Schuljahr lang begleitet haben, im Zuge des Wahlpflichtfach 3D-Drucken. Dort haben wir zusammen mit einem Berater aus einer befreundeten IT-Firma ein Jahr lang wirklich die Schüler begleitet und auch die Lehrer ein bisschen begleitet, weil für die das komplett Neuland war, das Thema 3D-Drucken. Wir haben denen zwar Crashkurse gegeben vor dem Schuljahr, aber die müssen sich halt auch reinarbeiten. Also man braucht schon so eine gewisse Einarbeitungsphase entsprechend, um das Thema 3D-Druck so ein bisschen in sich zu verinnerlichen. Und das haben die jetzt, glaube ich, so weit hinter sich. Die haben sich richtig reingemausert, die haben richtig Gas gegeben, haben Kurse besucht, wo die dann unter anderem die intensive Nutzung mit SolidWorks beigebracht bekommen haben. Nicht, dass wir das Programm jetzt später nutzen, bevor viele von euch wieder anfangen werden zu schreien. Welches Programm wir nutzen werden in Zukunft, ist noch gar nicht klar. Bisher haben wir am Anfang mit Tinkercad gemacht. Das hat soweit erstmal ganz gut geklappt, um die Grundlagen rüberzubringen. Und mal schauen, ob wir das nächstes Jahr so weiterführen oder ob wir vielleicht für die Fortgeschrittenen auf ein etwas höheres Programm gehen. Genau. Das Schuljahr ist soweit vorbei. Die Ferien stehen hier in Hessen kurz vor der Tür. Und bis jetzt muss man echt sagen, das Schuljahr war genial. Die Schüler haben echt mega gute Arbeit geleistet. Die haben sich unterstützt. Die waren echt voll bei der Sache. Die haben sich voll reingekniet. Wenn irgendwo einer ein Problem gehabt hat, haben sie sich direkt gegenseitig geholfen. Also genauso wie wir es vom Stammtisch in Ulm kennen und genauso wie es eigentlich sein sollte. Egal welche Schulklasse die waren, weil es waren gemischte Schulklassen aus unterschiedlichen Jahrgängen. Die haben sich super verstanden, die haben sich super geholfen, waren alle super respektvoll, was man echt selten erlebt in der Schulklasse von 9 bis 10. Haben sich unheimlich für das Thema interessiert und das finde ich toll. Denn die gehen jetzt mit einem Wissen entsprechend ins Berufsleben, mit dem sie wirklich was anfangen können, bin ich der Meinung. Und genau darum geht es im Projekt. Auch, dass die Kinder halt wirklich Respekt voneinander umgehen und Toleranz ausüben und sich nicht gegenseitig runtermachen, sondern merken, wenn man an einem Strang zieht mit mehreren Leuten, kommt man schneller voran und besser voran und kommt auf neue Ideen. Und genau darum ging es. Und das haben wir, glaube ich, super mit dem Projekt umgesetzt. Von daher vielen, vielen Dank an alle, die mitgeholfen haben. Das Projekt wird, wie gesagt, im nächsten Schuljahr weitergehen, basierend auf den Erfahrungen, die wir letztes Jahr gesammelt haben, noch optimieren. Marco Schweitzer von Nitex wird den Unterricht übernehmen und ich werde im Zuge von Mekorama die Wartung, Reparatur und Upgrades von den Druckern übernehmen, dass die wirklich einwandfrei laufen. Wir werden die Materiallieferung übernehmen auf Seiten von Mekorama und zusammen werden wir versuchen, da ein bisschen koordinierter in das Ganze ranzugehen, dass es noch besser wird und die Schüler noch mehr lernen und noch mehr mitnehmen können. So viel zum Thema 3D-Druck in der Schule. Ich hatte vor kurzem schon mal den Aufruf gestartet, sofern ihr eine Stiftung kennt, eine Stiftung habt oder in einer Schule seid oder Kinder habt, die in eine Schule gehen, in der ihr der Meinung seid, 3D-Druck könnte euch wirklich weiterbringen und das Leben bereichern. Schreibt uns an, wir organisieren gerne was, wir helfen euch gerne, irgendwas auf die Beine zu stellen, so ein Projekt, wie wir es jetzt haben. Das soll erstmal nur als Pilotprojekt dienen und wir wollen es gerne auf mehrere Schulen ausrollen, dass so viele Schulen wie möglich den Kindern neue Technologien beibringen. Für alle, die jetzt lange auf die Specialbox zum Chaosdrucker Martin Bischof gewartet haben, es ist endlich so. Ich habe gestern Abend noch bis um 1:30 an Bugfixes gesessen und mir wirklich die Finger blutig gecodet, passt schon. Und habe es geschafft, jetzt eine Version hinzubekommen, die stabil ist, die auch zum Großteil von Bugs befreit ist. Endlich mal. Und wo ich der Meinung bin, okay, die kann man ja nicht live stellen. Und wenn dieses Video live geht, sollte sie eigentlich schon live sein. Wenn nicht, ist irgendwas dazwischen gekommen, ist der Server, das Rechenzentrum abgefackelt. Aber dann, glaube ich, ist das unser geringstes Problem, wenn das passiert. Nein, Spaß beiseite. Also, wenn das Video online ist, ist die Webseite schon für euch freigeschaltet. Geändert hat sich in allererster Linie die Storefront.
Das bedeutet, wenn ihr auf die Webseite kommt, habt ihr als allererstes nicht mehr alles nur auf die Box ausgerichtet, die wir euch immer noch anbieten, sondern ihr seht als erstes mal oben im Slider die Schlüsselprodukte, die wir euch anbieten. Also zum einen die Box, die Special Box von Martin Bischoff, zwei Filamente, eins von KVP und einmal das 3DE Silky PLA. Und unsere Makorama-Tasse, die ihr alle in unserem Store kaufen oder abonnieren könnt. Das nächste Update, wo uns so viele Leute nachgefragt haben und wo es auch schon fast peinlich war, dass wir es nicht haben, das Feature. Ich mach's kurz, es ist die Passwort-Vergessen-Funktion. So viele Leute angeschrieben haben und gesagt haben, ey, ich möchte jetzt gerade gerne bei euch was im Shop bestellen. Ich kann es aber nicht, denn ich habe mein Passwort vergessen und kann es nicht resetten. Die Funktion fehlt. Bitte resettet das Passwort oder schickt mir einfach bitte einen Bezahllink über PayPal. Ihr könnt jetzt eigenständig euer Passwort im Prinzip auf der Webseite ändern. Den Link dazu findet ihr im Login-Bereich. Heißt also, wenn ihr das Passwort vergessen habt, geht einfach auf den Login. Da ist dann unten drunter jetzt ein Link, Passwort vergessen. Und dann kriegt ihr da, wie beim Registrieren, einen kleinen Code. Den müsst ihr dann eingeben und dann könnt ihr ein neues Passwort vergeben. Das dritte Update geht in Richtung Checkout. Dort gab es einen Fehler, dass ihr eure Adresse nicht ändern konntet oder eine neue Adresse eingeben konntet, ist auch behoben. Das heißt, ihr solltet da auch keine Probleme mehr haben und nicht mehr über diesen Umweg Benutzerbereich Adresse ändern und speichern und dann erst bestellen können, sondern ihr könnt es direkt im Checkout machen. Hat lange Zeit nicht funktioniert, haben wir hart daran gearbeitet, dass das funktioniert, weil es nicht ganz so einfach war, wie wir uns das anfangs gedacht haben. Läuft aber jetzt. Genau. Das war es soweit von der Update von der Webseite. Wie gesagt, die Chaos Edition Box ist auf der neuen Webseite. Die ist oben in dem Slider, der ganz oben rotiert. Das ist, glaube ich, das zweite oder der dritte Slide, den ihr da findet. Wenn ihr eine haben wollt, beeilt euch. Es gibt maximal 50 Stück. 10 davon haben wir schon am Stammtisch in Ulm verlost, beziehungsweise in die Hände von Chris übergeben. Das heißt, es sind summa summarum nur noch 40 übrig und mehr gibt es nicht. Last but not least gibt es noch eine Sache, die relativ kurzfristig ist. Mal wieder so eine Durchsage. Wenn ihr Interesse habt, mal am Stammtisch teilzunehmen. Jetzt das Wochenende ist noch mal einer. Der wurde jetzt verschoben vom letzten Wochenende auf dieses Wochenende. Findet aber auch trotzdem, wenn ihr dieses Wochenende nicht könnt, regelmäßig hier bei uns im Büro von Makorama statt. Ihr könnt eure Drucker mitbringen. Ihr könnt gerne Leute mitbringen. Wenn ihr euren Drucker mitbringt oder noch zusätzliche Gäste mitbringt, meldet euch nur bitte unter meetup.com an. Ich packe den Link unten in die Videobeschreibung. Da findet ihr dann entsprechend unsere Gruppe und auch die Ansagen von den Stammtischen. Registriert euch bitte und sagt, wenn ihr den Drucker mitbringt, dass wir das Ganze ein bisschen managen können, wie viel Platz wir noch haben und was wir dann damit machen können. Nicht, dass es irgendwann zu voll wird und hier, keine Ahnung, 100 Leute stehen und alle ihren Drucker mitbringen. Ist zwar unwahrscheinlich, aber wir wollen es halt so geordnet wie möglich halten, dass es keine enttäuschten Gesichter gibt am Schluss. Zum Schluss noch einen kleinen Ausblick, was passiert denn jetzt mit der Webseite in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten? Als erstes haben wir leider Gottes mal wieder eine neue Verordnung von der Europäischen Union, die wir umsetzen müssen. Das ist die sogenannte SCA oder Strong Customer Authentication. Heißt für jeden, der von euch mit einer Kreditkarte bezahlen möchte, dass er ab sofort, nicht nur bei uns, sondern egal in welchem Online-Store in Europa, ab sofort dazu aufgefordert wird, eine Multifaktor-Authentifizierung durchzuführen. Das bedeutet, ihr gebt eure Kreditkartendaten ein, bestätigt das Ganze und dann kommt eine SMS auf euer Handy. Und diesen Code, den ihr in der SMS findet, müsst ihr dann in einem speziellen Formular nochmal einfüllen und müsst das Ganze bestätigen. Ich weiß, nervt mich auch, mag ich selbst nicht so Dinge. Finde ich total unnütz und total unfreundlich in Sachen Usability, aber ist halt leider Verordnung, müssen wir halt umsetzen. Ich bitte euch da ein bisschen um Verständnis und Geduld. Wir versuchen es für euch so erträglich wie möglich zu machen und das Ganze auch rechtssicher zu machen. Dafür haben wir einen guten Zahlungsdienstleister, mit dem wir zusammenarbeiten. Und wir versuchen das für euch wirklich so angenehm wie möglich zu machen. Es gibt da verschiedene Formen. Visa hat, glaube ich, das mit dem SMS-Tarn-Verfahren oder iTarn-Verfahren. Mastercard hat mit Masterpass. American Express hat auch mal was anderes. Es gibt unterschiedliche Varianten. Wir unterstützen momentan nur Visa und Mastercard. Deswegen wird es relativ überschaubar sein.
Wir versuchen auch noch gleichzeitig endlich mal PayPal, Apple Pay, Google Pay, Sofortkauf, wie sie auch alle heißen, reinzubringen, dass ihr noch ein bisschen mehr Auswahl habt und vielleicht ab sofort darüber bezahlen könnt, wenn es jetzt nur um Einzelkäufe geht. Weiter möchte ich jetzt auch gar nicht die Features, die wir geplant haben, auch ausschmücken, denn das ist alles ein bisschen top secret, aber ich kann soweit sagen, jetzt wo wir den normalen Shop fertig haben, also das, was bis jetzt andere Hersteller haben, halt, also Einzelbestellungen und Abonnements, das wird diesen Grundstein haben, wenn wir nochmal im Hintergrund ein bisschen aufräumen und ein bisschen optimieren über das nächste halbe Jahr. Und was dann bis Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres kommt, wird nochmal in eine ganz andere Richtung schießen. Das heißt also, wir haben jetzt einen Grundstein erstmal gelegt, dass ihr euer Material bestellen könnt und auch wirklich coole Sachen bekommt, die nicht unbedingt üblich sind hier in Europa, wie zum Beispiel mal KVP aus den USA, 3D Fuel oder NatureWorks aus den USA, die ihr exklusiv über uns beziehen könnt. Ansonsten haben wir auch alles mögliche 3D-Experten, Gödes Prima Nordic oder 3D Prima, Fiberlogy haben wir jetzt noch im Sortiment, NinjaFlex haben wir im Sortiment. Also es ist für jeden was mittlerweile, glaube ich, dabei. Es wächst von Woche zu Woche, von Monat zu Monat, je nachdem, wie bei uns hier die Bestellungen eintrudeln. Und wir versuchen da wirklich eine breite Produktpalette aufzubauen und das Lager so voll zu bekommen, dass ihr eine große Auswahl an Farben habt und eine große Auswahl an Herstellern habt, damit ihr auf jeden Fall das findet, was ihr gerne haben wollt oder was ihr für eure Drucke braucht. Genau. In diesem Sinne, ich bin jetzt weiter bei der Hitze brüten und arbeiten, damit die Webseite gleich live kommt und dass das nächste Feature schon soweit fertiggestellt ist. Ich wünsche euch ein schönes, kühles und erholsames Wochenende. Ich hoffe, eure Drucker versagen nicht. In diesem Sinne, happy printing, bis bald.